Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch String-Operationen in Python zeigen, die jetzt letztendlich auf Array-Operationen basieren. Also wir haben jetzt wieder unseren String-Name, der eben die Zeichenkette Mathekrieger enthält. Und wir wissen beispielsweise, das, was wir auslesen wollen, der Substring quasi. Also das, was uns interessiert, ist einfach der Buchstabe an der fünften Stelle. Dann schauen wir mal, was wir zurückbekommen. Genau, dort bekommen wir das K. Wenn wir jetzt also einmal zählen, M ist der nullte Buchstabe, A der erste, T der zweite, H der dritte, E der vierte und K der fünfte. Das heißt, wir müssen dabei beachten, dass wir beim 0 anfangen zu zählen. Das heißt, wenn wir eigentlich den fünften Buchstaben wollen, müssten wir hier eine 4 eintragen und dann erhalten wir hier das E. So, was ist, wenn wir jetzt nicht den fünften Buchstaben wollen, sondern den zweiten bis zum fünften? Dann können wir an dieser Stelle sagen, wir brauchen den ersten bis vierten, weil wir bei 0 anfangen zu zählen. Dann ist das A, T und H. Wenn wir das einmal kurz vergleichen. Der zweite ist das A, dritte das T und der vierte das H, aber der fünfte geht uns verloren. Das heißt, hier ist die obere Grenze entsprechend nicht inbegriffen, aber der Startindex schon. Das heißt, wenn wir sowas definieren wollen würden wie Start ist gleich der zweite Buchstabe und Ende ist gleich der fünfte Buchstabe, dann würden wir hier sowas wie Start minus 1 bis eben Ende platzieren und dann kommt auch wieder das gleiche bei raus. Genau, wenn mir jetzt das Ende egal ist, dann kann ich das einfach rauslöschen. Dann erhalte ich hier Mathekrieger. Wenn mir der Anfang egal ist, kann ich das vor dem Doppelpunkt rauslöschen. Dann ist das nur Mathe. Und wenn ich den vollen Substring haben möchte, könnte ich diesen Klammer Doppelpunkt Klammeroperator schreiben, aber da hatten wir ja vorher schon gesehen, wir können den auch einfach weglassen. Genau, Fehler wird es jetzt geben, wenn ich den 42. Buchstaben nehmen möchte, weil bei 0 angefangen zu zählen natürlich den 43. Dann bekommen wir hier einen Index-Error, der eben sagt String Index out of range. Warum? Naja, wenn wir uns einmal die Länge von unserem Namen ausprinten wollen. Ah, ich habe hier noch die Zuweisung drin natürlich. Genau, dann sind das eben nur 12 Buchstaben im Wort Mathekrieger. Dann gibt es keinen 42. So. Was ist nun, wenn ich keine Lust habe zu zählen, aber ich weiß, ich möchte die letzten drei Buchstaben haben? Oder erstmal den dritten von hinten. Dann kann ich hier auch den Buchstaben mit minus 3 indexieren. Komme hier auf das G. Das heißt, wenn ich von hinten zähle, zähle ich auch wirklich wieder bei 1. 1 ist R, 2 ist E und G ist minus 3. Genau, das heißt, wenn ich von minus 3 bis minus 1 gehen möchte, ist auch hier das Ende wieder nicht mit inbegriffen. Das heißt, minus 3 bis Ende ist dann das GER. Genau, das heißt, so kann ich entsprechend hin und her schieben, mein String. Genau, was sonst noch interessant sein könnte, wenn ich jetzt nicht weiß, wo das ist, sondern ich weiß,
In dem Wort Mathekrieger ist beispielsweise ein E enthalten. Dann könnte ich mich auch einfach fragen, wo befindet sich dieses E? Das heißt, hier suche ich einfach den Index, dass da irgendwo ein E vorkommt. Hier gibt er mir eine 4 aus. Wir hatten das vorhin schon mal gezählt. 0 ist M, 1 ist A, 2 ist T, 3 ist H und 4 ist E. Das heißt, er findet dieses E. Er findet es aber nicht das zweite. Das heißt, Index liefert uns immer nur den ersten Fund wieder. Aber hier könnte ich jetzt auch ein Substring oder eine Subsequenz suchen. Wenn ich jetzt IE suche, dann findet er auch diesen Substring hier. Aber ich kann auch das Ganze indizieren, ohne dass ich mir die Variable zwischengespeichert habe und das entsprechend hier suchen, damit wir sehen, dass sich was ändert. GER, das hat dann den Index 9, das ist dann immer der Startindex. Genau, und so kann man sich dann seine Substrings auf sehr leichte Art und Weise zusammenbasteln oder man sucht sich eben, wo befindet sich ein Substring in einem String.